Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Greta Silva und ich wollte mal also ein bisschen aus meiner Trickkiste berichten, wie ich es zum Beispiel mache, wenn ich etwas Neues anfangen will oder wenn ich mich an wenn ich mir so Hilfsmittel suche, um das auch durchzuziehen. Also ich meine damit, dass es für mich sehr wichtig ist, dass ich kleine Schritte mache, dass ich mir da nicht so einen großen Wust da selber vor die Füße lege, denn dann fange ich gar nicht erst an. Also als ich damals hier immer bei mir so durch die Straßen gejoggt bin, da musste also auch die Schwelle sehr niedrig sein. Ich ziehe mich zum Beispiel nicht gerne tagsüber dann nochmal um oder so. Okay, ich gebe zu, ich bin nicht im engen Rock gejoggt, aber ansonsten eigentlich so in den Klamotten, die ich eh anhatte. Ich habe mir vernünftige Joggingschuhe gekauft, das glaubte ich, sei ich meinen Knien und meinem Körper schuldig, aber ansonsten habe ich da nicht viel Aufwand drum getrieben. Okay, ich bin natürlich auch längst nicht so schnell gerannt wie sicherlich andere Sportler hier und außerdem wird mir dabei nicht so warm, dass ich da Spezialkleidung tragen muss oder so etwas. Also sprich, ich habe meinen eigenen Aufwand, diese Schwelle dahin, möglichst niedrig gehalten. Oder aber ich möchte gesund leben oder ich möchte abnehmen oder so, dass ich mir da so kleine Einstiegsfenster gesucht habe. Okay, zweimal in der Woche abends keine Kohlenhydrate, das war zu schaffen oder dass ich da mal so einen Obst- und Gemüsetag eingelegt habe, immer mal, also ohne dass das vorher mir so als das will ich erreichen oder so im Wege stand. Also dann knicke ich immer schnell ein. Also das ist für mich nicht so gut. Also besser, ich halte das niedrig genauso. Wenn ich jetzt mir vornehme, was weiß ich will jetzt meinen Kleiderschrank entrümpeln oder so, dann denke ich mir, oh, du musst das demnächst machen oder so, das mag ich gar nicht, sondern ich habe dann irgendwann die Idee und sage, okay, jetzt fange ich an, zack, und dann mache ich das. Das ist für mich schöner, als wenn mir das vorher schon Tage oder Wochen auf der Schulter liegt, dass das demnächst dran sei. Oder das kennt ihr bestimmt auch. Ich glaube, die Fachleute sagen, dass man da so einen Anker setzt oder so, dass man selbst etwas hat, was einen erinnert, dass man ja da etwas tun will. Ich weiß, also viele Leute, was weiß ich, stehen auf einem Bein beim Zähneputzen oder machen da irgendwelche gymnastischen Übungen oder so, dass man einen alltäglichen Vorgang verbindet mit etwas, was man dann erinnern will, dass man das macht. Was ich als sehr angenehm empfunden habe im Job damals, wenn ich in Besprechungen ging und da sollte ich irgendwas präsentieren oder so, das fand ich immer vorher, ja, hast du an alles gedacht und da ist man ja sehr bemüht, da immer sich vorzubereiten. Und wenn ich den Raum betrat, am Anfang habe ich gesagt, wenn ich die Türklinke anfasse, aber man machte mir so oft die Tür auf, dass ich das ändern musste, also wenn ich den Fuß in den Konferenzraum setze, dann fällt alles von mir ab. Ich weiß, ich bin bestens und optimal vorbereitet und jetzt mache ich mich nicht mehr verrückt und jetzt lässt du es laufen und jetzt guckst du einfach mal, was passiert. Da habe ich mich auch selber runterkriegen können aus meiner kleinen Aufregung oder so. Aber das sind auch, glaube ich, so Tricks, die machen viele von euch, dass sie sich da so einen Anker setzen, der sie erinnert, dass sie da das machen, was sie sich vorgenommen haben, dass einem das nicht denn so wegrutscht in der Aufregung. Also das, was man erreichen will, möglichst klein halten, das habe ich also schon damals gemacht, als meine Kinder zum Beispiel das kleine Einmaleins lernen mussten oder Vokabeln lernen mussten oder so, um jetzt mal beim Einmaleins zu bleiben. Ne? Und dann habe ich all das weggestrichen, was man ja sowieso weiß. Ne? Das Einmal braucht man nicht zu lernen, das Zehnmal braucht man auch nicht zu lernen, Fünfmal kann man immer noch so, nur die Hälfte davon, das kriegt man immer noch so ganz gut hin. Und neunmal muss man auch nicht lernen, da braucht man hier nur einmal abzuziehen, ne? So diese Tricks. Also bleibt eben nur, dann lernen wir heute jetzt mal, sag ich mal, dreimal sieben und viermal sieben. Wie viel ist das? Diese zwei. Und morgen lernen wir dann sieben und achtmal sieben. Also ist so einfach wie möglich, so wenig wie möglich, da um diese
Hemmschwelle zu überwinden, wie man etwas lernen kann. Und ich weiß auch, als ich da mein erstes Buch rausbringen wollte und dafür ja noch so eine Computersprache mir aneignen musste, da InDesign war das damals, und ich da rumeierte und mich einfach dann mal morgens entschied, fang einfach jetzt mal irgendwo an. Fang einfach mal an. Und dann die kleinen Schritte. Und das war es eigentlich. Also ich habe mir selber so einen Berg, ich wollte eigentlich alles erst überschauen und überblicken. Ist gar nicht nötig. Es einfach halten, anfangen, loslegen. Und damit bin ich eigentlich ganz gut klargekommen. Und vielleicht ist das ja für dich auch ein ganz guter Tipp. Tschüss!